Kalispera und guten Abend, meine lieben Freunde. Seid mal wieder recht herzlich gegrüßt zu einer kleinen Runde Osiris New Dawn Behind the Scene. Ach Gott, ey, ist das schon wieder lange her. Ich glaube so 4 bis 6 Wochen durfte es sein, dass ich das letzte Mal was aufgenommen habe. Lass mal überlegen. Ich glaube 4 Wochen, ja? 3 Wochen. Da haben wir 3. Und 4 bis 6 Wochen auf jeden Fall, dass wir Osiris New Dawn gespielt haben. Ob jetzt Behind the Scene oder normal, egal. Viel zu lange her. Ihr könnt sich ja denken, warum. Kurze Antwort, ich kam einfach nicht dazu. Meine Zeit wurde andersweitig verplant. Und zwar nicht von mir, sondern vor ganz gehässigen Leuten. So. Ich begutachte gerade meine Fußspuren hier. Sehr schön. Wunderbar. Ne, wir gehen jetzt aber rein. Und zwar, es gibt 2 neue. 2 neue, naja, wie sagt man, Teile? Oh Gott, das will nicht das laut. Ich muss gerade mal hier kurz. Wie gesagt, ich habe schon viel zu lange nicht mehr aufgenommen. Deswegen ist jetzt alles so, so mega laut hier. Ich hoffe, ich verstelle es nicht zum Schlechten. So. Genau, wie gesagt, 2 neue Teile, Bereiche, Previews, die man anschauen kann, die die Entwickler freundlicherweise bereitgestellt haben. Und in einem befinden wir uns jetzt. Der spielt sich im Habitat ab, wie ihr merkt, ich bin nur zu doof zu reden. So, ich finde es übrigens faszinierend. Es sieht ganz so aus, wie man sehen kann. Ich laufe ganz normal, also ich hatte die W-Taste gedrückt. Ich drehe nur die Kamera oder den Charakter mit der Maus. Es wird wohl an, an der Charakteranimation gearbeitet, wenn man sich im Habitat befindet und auch die Geschwindigkeit beim Laufen. Sensationell. Sensationell langsam. Gott, da kriegt man ja die Krise. Ich komme schon. Mit der letzten Kraft bewege ich mich jetzt zum Chemietisch und mix mir ein. Keine Ahnung was. Ich brauche mir was zusammen. Na, hier fangen wir auf jeden Fall mal an. Und zwar eine neue Methode, um Rezepte oder Elemente, wahrscheinlich auch Gegenstände, Baupläne, was auch immer, zu craften, zu entdecken. Ja? Ihr könnt es ja selber lesen, ich muss es ja nicht immer vorlesen. So, wir schauen uns das Ganze mal an. Ich habe es natürlich schon angeschaut. Haha. So. Crafting geht noch nicht, aber Discovery. Schade, dass die Musik jetzt aus ist. So. Wie ihr sehen könnt, Chemieunterricht macht sich bezahlbar. Bei mir schon viel zu lange her, aber die Basics habe ich vielleicht noch drauf, wenn ich Glück habe. Hier wird es ja auch erklärt, ne? Mix and Match Molecules to craft complex compounds. So. Machen wir. Also die 3 müssen wir craften. Wasser wird natürlich schon gezeigt, ne? Vorher hier hat es ein Fragezeichen machen, ne? Wasser ist ja so schwierig. So. Na, weg hier. Wie komme ich hier wieder raus? Ach, hier. Nein. Interessant, muss ich. Nein, wieder aufs Fragezeichen. So geht es. Okay. Also. Wir stellen mal Wasser her. Tada! You discovered a water blueprint. Find in the crafting section. Schauen wir uns gleich mal an. Nein, hier raus. Haben wir natürlich nicht, aber hier würde es dann vermutlich kommen. So, was haben wir denn noch gehabt? Sauerstoff. Ganz schwer. Wir müssen gerade mal schauen. 2. Das heißt, im Prinzip ist es egal, ob wir es hier platzieren oder auch hier. Oh nein, natürlich nicht. Doch, aber vom Prinzip wäre es egal. Wir haben es aber schon entdeckt jetzt. So. Weg, du. Und jetzt brauchen wir noch Carbondioxid. Okay. Wie wir alle hoffentlich noch wissen. Ich hoffe, ich sage es jetzt richtig. Dioxid benötigt 2-mal Sauerstoff. So. Ach Gott. Hey. New discovered contaminated oxygen tank blueprint. So, aber warum? Ach, hier kann man quasi. Ja, hier kann man es wieder einfangen. So.
Crafting kann ich noch nichts machen, das wird wahrscheinlich noch kommen. Also war jetzt nur, ja, eine kleine Erneuerung, aber ich finde es interessant, dass man das Crafting Blueprint, wie sagt man, Vorgehen dahingehend abgeändert hat. Ja? Dass man sich jetzt wirklich die Moleküle selber zusammenbauen muss. Molekülstation, ah ja, cool. Finde ich eigentlich auch einen besseren Namen. Das soll nicht mehr Chemistry Table heißen, sondern Molekülstation. So. Oder der Molecular Table. So, egal. Das ist ein Teil davon. Wir schleichen. Wir schleichen. Im wahrsten Sinne des Wortes. Ja. Jetzt kommt er gar nicht mehr an. Dem tun so die Beine weh. Das Leben auf anderen Welten kann so hart sein. Okay, ich lass mal. Jetzt kommen wir zum zweiten Feature. Was hier vorgestellt wird. Das Geilste meiner Meinung nach. Also, ja. Doch, wir finden es schon. Bisher, wie soll ich sagen, schaut es euch einfach selber an. Ich finde es cool. So. Nein, wir wollen nur spielen. So, setz dich mal hin. Ah, gemütlich. Gate of Osiris. Das neue Let's Play. So, los geht's. Also, wir brauchen die Pfeiltasche. Hoffentlich geht's auch mit WASD. Enter und Return. Play. So, geht natürlich auch mit WASD. Also ein kleines Minigame wurde jetzt hier implementiert. Ich hoffe, dass das Ganze noch so erweitert wird, dass wenn man das Minigame spielt, dass man dann irgendwelche besondere Buffs bekommt auf seinen Charakter. Weil ansonsten wäre das irgendwie ein bisschen schade. Die Idee finde ich irgendwie ganz witzig. Da kann ich hier. Also rennen geht nicht. Gibt nur eine Geschwindigkeit. So. Aber irgendwie schon bitter, ne? Es reicht nicht, dass man auf einem fremden Planeten ist. Man spielt sich auch nur selber in einem Minigame. So. Zum Glück gibt es aber eher noch keine Aliens. Ich habe bisher noch keine entdeckt. So. Ich laufe hier einfach mal. Ich hoffe, ich laufe alles ab. Ich weiß nicht. Nein, hier habe ich was vergessen. Die Soundeffekte könnte ich gemacht haben, oder? Könnte. Ja. Irgendwie auf Dauer kann es einem bestimmt auf die Nerven gehen, ne? Und ihr Soundtrack, die Musik ist so kurz. Dann dieser doch sehr penetrante Ton beim Laufen. Aber klar, es ist natürlich nur mal so ein Preview. Das wird natürlich noch verbessert. Obwohl es eigentlich bei diesem Spiel hier nichts mehr zu verbessern gibt, es grenzt schon an Perfektion. So, da gehen wir noch nicht durch das Tor. Ich schau noch, was es noch alles gibt. So, okay, gibt nichts mehr. Ich glaube, wir haben alles. Dann gehen wir mal durch. Yeah! Press Enter to Exit. Wir haben gewonnen! Yeah! Was? Ich war das letzte Mal schneller? Habe ich mehr Punkte gehabt? Warum? Geht es wirklich nur nach Geschwindigkeit oder was? Ja, ah. Wie? So viel Zeit muss sein. Seed. Okay. Ich probiere jetzt mal was. Da unten, wir brauchen den Schlüssel. Machen wir so schnell wie es geht. Verdammt, wo ist der Schlüssel? Hier nicht. Das interessiert mich jetzt. Ich dachte, je mehr man einsammelt, desto mehr Punkte bekommt man. Aber anscheinend geht es nur um die Geschwindigkeit. Das wäre natürlich sehr schade. Ich hasse das Spiel. Wird es kein Let's Play davon geben, oder? Toggle Flashlight, warum? Ist das so dunkel jetzt in der realen Welt? Boah, aber das ist jetzt mies, wenn einen Alien stört hier beim Spielen, ne? Oh, das wäre total kacke. Oh Mann, hey, wo ist denn dieser? Ich krieg die Krise, ne? Da.
So, jetzt müssen wir nach unten. Ganz zügig, wo wir angefangen haben. Ist das hier oder da? Ich weiß es nicht mehr, verdammt. Verdammte Kacke, ich glaube hier war's. Bitte lass es hier sein. Nein! Verdammt! Gate 1. Okay, wir gehen durchs Gate 1. Nein, hier haben wir angefangen. Da unten. Wir müssen da nach unten. Ich weiß, ich finde die Töne irgendwie so witzig. So, schnell, schnell, schnell. Yeah! Waren wir jetzt schneller? Ich spreche meinen Rekord einfach nicht mehr, ne? Da war niemand dabei. Verdammt. Na gut, wir belegen die ersten drei Plätze im Highscore, das ist eigentlich das Wichtigste. So. Fertig. Ich komme hier rausquickt. So, das war's auch schon. Die Nacht ist eingebrochen. Wir haben kein Licht. Irgendwie schon. Dieser hohe Piepston. So, ja. Das war's zu diesem Feature. Ja. Ich weiß gar nicht mal, wie das heißt. Wie heißt denn das? Ist es irgendwas mit Habitatserweiterung? Ne, keine Ahnung. Weiß nicht mehr, was heißt. Auf jeden Fall gibt's, komm, wir schauen einfach zusammen nach. Zeige ich mir noch das zweite Feature, das kommen wird oder dem gerade gearbeitet wird, was man hier so anschauen kann. Workstation Minigames, so heißt es. Okay. Und jetzt gehen wir hier hin. Auf nach sehr zu den Stürmen. Ich bin gespannt. Wir waren eigentlich schon lange nicht mehr auf einem anderen Planeten. Fällt mir gerade so ein. Ich gammel immer auf dem gleichen Planeten rum. Ich mache irgendwie in jedem meinen Let's Plays immer die gleiche Kacke. Ich gammel einfach nur rum. Obwohl der ja so cool aussieht. Wahnsinn. Boah, ich finde, das sieht wirklich mega aus. Wir gehen gleich noch ins Let's Play rein, in unsere Welt und wir werden da auch, ja, wir werden bald den Planeten verlassen. Sag ich eigentlich schon seit 20 Folgen oder so, ne? So, wir schauen mal, was die Stürme hier so machen. Ich habe jetzt schon Angst. Oh ja. Oh. Feuerstürme, ja klar. Warum denn nicht? Das Leben nicht schon hart genug? Auf fremden Welten? Muss natürlich auch noch ein Feuersturm kommen. Also. Die Entwickler sind absolute Sadisten, ehrlich. Das gibt's überhaupt nicht. Ich wünschte mir wirklich eine liebevolle Umgebung. Oder halbwegs liebevolle Welt. Aber das ist ja... Hier wird man nur gefoltert im ganzen Spiel. Egal auf welchem Planeten. Was ist denn da oben? Also auch ein Planet, okay. Und ein Stern. Die Sonne ist ja hier. Ach, das sieht schon geil aus. Also... Hut ab, ich finde das Spiel einfach mega. So, das war's eigentlich. Das waren die ganzen Features, die es hier so gibt. Geben sollte, geben wird, hoffentlich mal. Ihr atmet wirklich schwer. Im Lava-Planeten, wen wundert's? Temperaturen sind wahrscheinlich höllisch. Und irgendwie habe ich so das Gefühl, auf jedem Planeten bzw. jedes Feature, was hier so präsentiert wird, gibt es ein anderes Setup-Display. Ist man sich da noch unsicher, wie das sein soll? Wird hier auch noch rumexperimentiert? Könnte man nicht anders erklären. Durch die heiße Lava, kein Problem. Der Typ hat's einfach drauf.
Gehen wir hier unter? Nee. Wir gehen einfach auf der Lava. Ist kein Problem für uns. Vielleicht können wir auch durchs Feuer gehen, ne? Ist wahrscheinlich hier klar. Wir sind total imbar. So, ne, hier ist jetzt auch nichts versteckt, beziehungsweise ich finde jetzt auf die Schnelle nichts. Von daher würde ich vorschlagen, alle Features gezeigt, die es bisher so gibt. Vielleicht kommt noch was, ich weiß es nicht, kann gut sein. Lassen wir uns mal überraschen. Und ja, bis dahin, wir gehen jetzt erstmal zurück zu unserem Let's Play, würde ich so behaupten. Ja. Wir sind jetzt knapp bei 18 Minuten. Ich glaube, da machen wir eine extra Folge draus. Das wird dann ein bisschen eine kürzere wie sonst, aber ja, warum nicht? Dann können wir schön trennen. Okay, meine lieben Freunde, vielen Dank fürs Einschalten und ja, ich hoffe, wir sehen uns gleich wieder im Let's Play nach langer Zeit. Schaffen wir es, den Planeten zu verlassen? Wer weiß es schon? Ich glaube nicht. Lassen wir uns überraschen. Bis dahin, macht's gut. Ciao. Adios.